نسرين معاد سمر ضحى نهار أسرع هشام أحمد محمد راشد Gibt und mehr bekommt. Weil ich mich dadurch besser fühle. Weil ich Muslim bin. Lebenserfahrung. Um etwas zu bewirken. Mitgefühl. Verantwortung. Spaß. Weil wir jung und dynamisch sind und die Welt verändern wollen. Ich möchte meine Hilfe anbieten. Um Allahs Wohlgefallen zu erreichen. Gelegenheit. Zu helfen. Der schönste Moment war, als wir in die Kastanienallee kamen und der Sunny, ein serbischer Asylant, beziehungsweise ein Kleinkind, zu mir kam und anhand des T-Shirts mich erkannte. Zu mir gesagt hat, ihr wart bis jetzt die coolste Organisation, die wir je hatten. Das war einer der schönsten Momente für mich. Also als wir im Altersheim waren und mit den alten Leuten geredet haben, ist mir aufgefallen, dass alle über den Krieg gesprochen haben und wie verstört sie darüber waren. Und es war halt schön, wie sich die Leute gefreut haben, dass wir dort waren und dass sie mal über etwas anderes reden konnten, als nur über den Krieg. Also mein schönster Moment war in der Kastanienallee, damals mit den Kindern. Der Tag war einfach unbeschreiblich, man muss es erleben irgendwie. Und einem Mädchen habe ich, wie soll ich sagen, gezwungenermaßen mit dem Finger ein Versprechen gegeben, dass ich wiederkommen werde. Und ich habe aber später auch erfahren, dass wir mit der FTH-Gruppe, mit der ich war, nicht zurückkommen werden wahrscheinlich. Und das hat mich schon fertig gemacht. Ich habe mir schon gewünscht, wieder zurückzukommen, habe mich sogar privat mich darum gekümmert, nochmal zurückzukehren mit irgendeiner Gruppe, mit Freunden vielleicht oder so. Jedoch halt in der nächsten Woche sind wir wieder Kinderbetreuung gegangen und da dachte ich mir, na gut, andere Kinder höchstwahrscheinlich, anderes Gebäude, andere Atmosphäre. Dann, als wir das Gebäude betreten haben, habe ich irgendwie gedacht, ah, die Treppen kenne ich, genau wie die von gestern. Dann der Gang, genau wie der von gestern. Dann ich betrete den Hof und plötzlich, das ist der Hof von gestern. Ich schaue zu meiner Rechten, plötzlich Sani. Ich rufe zu ihm Sani und auf einmal alle Kinder, wirklich wie, Mashallah, wie Gorillas sind sie auf mich gesprungen. Es war so glücklich und gleichzeitig habe ich auch noch Jasmin gesehen, das Mädchen, der ich mein Versprechen gegeben habe. Bin mit dem Finger hingegangen und habe gesagt, Jasmin, was habe ich dir gesagt? Versprechen. Also, ich habe mein Versprechen gehalten. Das war für mich der schönste Moment und ich wünsche mir das für jeden. Das ist eine Sache, die nicht nur einmal sein sollte im Leben, es sollte immer wieder passieren. Also wir waren in einem Heim, in dem eben Männer aufgrund starker Schicksalsschläge einfach obdachlos geworden sind. Und bevor wir als wir in diese Einrichtung gekommen sind, hat uns der Leiter erzählt, was sie alles erlebt haben. Und wir haben eigentlich nicht viel gemacht, wir haben einfach einen Kuchen ausgeschenkt und wir haben Tee verteilt. Aber wenn du einfach in ihre Augen geschaut hast, du hast einfach gemerkt, wie schlecht es ihnen geht. Du hast gemerkt, allein schon deswegen, weil sie sich so extrem gefreut haben, wenn sie einen Kuchen bekommen haben. Oder auch das Gegenteil, wenn jemand hergekommen ist und uns total skeptisch angeschaut hat und du hast einfach gewusst, der ist nicht wegen uns so, sondern das Leben hat ihn zu einem skeptischen Menschen gemacht. Und das war einfach etwas, das mich total berührt hat, auch wenn ich im Nachhinein drüber nachdenke. Und subhanallah, jeder aus meinem Team hat zu mir gesagt und wurde sich auch wirklich dessen bewusst, dass es nicht selbstverständlich ist, dass es uns so gut geht. Und das war einfach, das ist auch, glaube ich, das Ziel von FTH. Der Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasallam sagte: Der Beste unter euch ist derjenige, der den Menschen am nützlichsten ist. Muslimische Jugend Österreich.